Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Hier ist wieder euer Ruby und wir werden gerade was von der Kutsche überfahren. Hallo, ich habe mich hier mal zu unserer nächsten Mission, Mission 3, die Pressefreiheit, begeben. Und ja, die spielen wir jetzt natürlich. Ach, verdammt. Alec, was ist denn los? Ich empfange hier nichts weiter als überschwängliche Propaganda über Beruhigungssirup und dergleichen. Ich schwöre beim lieben Gott, wenn Starricks Monopol weiter anhält. Alec, verzeih mir bitte. Das sind Freunde von mir. Evie Frey und ihr Bruder Jacob. Alexander Graham Bell. Linguist, Erfinder und Technikexperte. Alec, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Können Sie das reparieren? Oh, da ist ein Sprung im Gussstück. Oh, es ist ein 2. Wirklich. So was hätte ich gebraucht, um die Sicherung oben am Big Ben anzubringen. Alec installiert eine neue Telegrafenleitung für unsere Free Press Association. Als Konkurrenz zur Starrick Telegraph Company. Wenn ich alle Sicherungen repariere, die die unabhängigen Leitungen am Big Ben verbinden, wäre Starrick geschwächt. Leider sind wir ein wenig beeinträchtigt. Und? Bitte. Ich habe den Mechanismus entfernt, damit er an ihre Armschiene passt. Den werde ich gleich mal ausprobieren. Jacob, warte. Mr. Bell, kann ich vielleicht mit den Sicherungen helfen? Oh, dieses Angebot werde ich nicht abschlagen, Miss Frey. Nehmen wir meine Kutsche, wenn Sie die Güte hätten, die Zügel zu nehmen. Sieh mich. Ich kann Ihnen helfen. Miss Frey, ich bin so froh, dass Sie mir helfen. Ja, und bevor wir ihm jetzt aber helfen, ändere ich noch mal kurz etwas in den Aufnahmeeinstellungen. Deshalb sehen wir uns nach einem kleinen Cut wieder. Sie sollten sich ein bisschen beeilen. So, da bin ich dann auch schon wieder. Also, Mr. Bell, an welchen Erfindungen arbeiten Sie? Ich habe vor, einen phonetischen Telegrafen zu entwickeln, der nicht nur Punkte und Striche überträgt, Miss Frey, sondern die menschliche Stimme. Phonetischer Telegraph? Das klingt aber reichlich kompliziert. Warum nennen Sie es nicht Telefon? Was zur Hölle? Was geht denn hier ab? Wie bizarr. Jedenfalls, wie ich bereits sagte, die Presse ist inzwischen vollkommen abhängig von der Starrick Telegraph Company. Und deshalb bat Mr. Green um eine freie Leitung. Ja. Und zusätzlich wurden die Leitungen anderer kleiner unabhängiger Firmen. Da hoch. Gut. Erst 20 Meter weiter gerollert. Und ich habe versehentlich auf Aussteigen gedrückt. Ist der Hauptsache. Verflixt, hätte ich dir doch ein Kompass gegeben. Ja, da bin ich auch schon wieder. Ja, und zusätzlich wurden die Leitungen anderer kleiner unabhängiger Firmen sabotiert. Und sie haben keine Möglichkeit, die defekten Sicherungen zu finden, die sich oben auf dem Big Ben befinden. Korrekt. Vor allem, da man einen Passierschein von der Regierung braucht, um die Wachen zu passieren. Die werden kein Problem sein. Ich repariere die Sicherungen. So, ja. LB, soweit war ich auch schon mal. Jetzt kann ich fortfahren. Heißt, ich muss einmal da bitte nach oben. So. Und ich brauche nur LB zu drücken und dann geht ihr den ganzen Weg hoch. Also, ja, halt. Ich würde sagen, es ist sehr einfach gemacht. Sehr benutzerfreundlich. Ich habe jetzt übrigens die neue Version von Assassin's Creed Syndicate, auf die habe ich gewartet. Und ich habe auch noch eine neue, einen neuen Grafiktreiber. Grafikkartentreiber. Schöne Aussicht. Aber aha, der funktioniert irgendwie nicht ganz so gut, wie ich es mir erhofft hatte. So. Oh, das ist natürlich geil, wenn wir direkt dort unten rankommen. Dann können wir einfach am Stück runterrutschen. Yippee-yay. Schweinebacke. So. 1, 2, 3, hoppsala. Hallo? Was mir gerade aufgefallen ist, ich habe vergessen, den Big Ben zu synchronisieren. Wo wir doch schon mal hier sind.
könnten wir das doch machen, oder? Alles klar. Wisst ihr was, ich mach das jetzt. Außerdem haben wir hier dann gleich noch ein Fragment. Kommen wir nicht hoch? Doch. Ich habe mich schon gewundert. So, das Fragment ist irgendwo dort unten. Ich will aber sowieso erstmal nochmal dorthin zurück, weil ich es halt versäumt habe, dort ganz nach oben zu klettern, wo der Adler ist. Denn wenn man mal auf die Karte schaut, einen Blick auf die Karte wirft, dann haben wir dort etwas ganz Besonderes. Und das ist natürlich jetzt echt witzig hier. Wir können noch einmal nach oben schießen. War hier oben gerade so ein Helixsplitter oder warum hat das so geglommen? Und mal gucken, ob wir von hier aus jetzt weiterkommen. Die Themse ist natürlich echt geil. Da kann man nichts anderes zu sagen. Die Framerate ist natürlich immer noch nicht geil. Ich habe mich mal ein bisschen umgehört, kann man so sagen. So, jetzt muss ich erstmal wieder runter. Und es gibt Leute, die haben dasselbe System wie ich, bis vielleicht auf einen anderen, wie heißt's, bis auf einen anderen Treiber und so weiter. Also im Prinzip hardware-technisch dasselbe. Und die können das Spiel auf hohen Einstellungen, nicht auf Ultra, aber auf hohen Einstellungen, mit knapp 40 Bildern pro Sekunde spielen. Das kann ich auch, aber die Aufnahme hat trotzdem nur 30 Bilder, im Moment sogar weniger. Was natürlich für euch echt richtig cool zum Zuschauen ist, bin ich mir sicher. Aber tut mir leid, es geht leider nicht anders. Selbst Fraps versagt hier bei dem Spiel. Das hat nämlich DxStory. Obwohl es witzigerweise DxStory bei Spielen, also normalerweise bei Spielen, die bei mir mit DxStory nicht laufen oder halt nicht flüssig laufen, da benutze ich Fraps zu. Und da funktioniert hier jetzt aber halt nicht mal Fraps. Also DxStory funktioniert witzigerweise besser dazu, damit. Was mir so noch nie untergekommen ist. Können wir nach ganz oben? Yay. Das ist natürlich jetzt witzig, wie sie hier, ne? Also die hat ordentlich Armkraft, wenn sie sich hier mit jedem Schwung, ja, so zwei gute Meter, vielleicht sogar mehr, hin und her schwingt. Und jetzt nur noch nach da drüben. Drüben? Ne, dann erstmal nach drüben. Das dürften ja noch 30 Meter über dem Erdboden sein. Halt genug, um wenn man runterfällt, zu sterben, ne? Ich frage mich, wie sie das Seil wieder kriegt und sowas, aber nun gut, ist ja nur ein Videospiel. Und ich rede schon wieder ohne Punkt und Komma und gebe mir so quasi gar keine Chance, diesen ganzen Mist dann zu schneiden vernünftig, weil ich schneide ja eigentlich immer so recht viel raus. Naja, nach der Mission werde ich das wieder angehen. Ich habe jetzt eine ganze Weile lang nicht aufgenommen, ich weiß, aber es gab einfach viel zu viel zu tun. Ich habe jetzt noch viel zu tun, aber ich konnte es mir quasi reinschieben. So. Das sollte reichen. Okay, das haben wir geschafft. Heißt, wir dürfen quasi runter. Fragt sich nur, wie, wo und weshalb. Da wollte ich eigentlich nicht hoch. Aber gut. Ja, da wollte ich hoch, genau. Weil ich habe die Hoffnung, dass wir von hier aus dann noch weiterkommen. Erstmal hier gucken, ob es hier noch irgendwas findet, aber gerade nicht. Ich hätte gerne irgendwo einen Heuhaufen. Hallo. Gut, also lasst uns mal abklettern hier, ne? Zumindest bis auf diesen Vorsprung dort unten. Und von dort aus dann mit dem Haken weiter. Und zwar nach, ja, da drüben, passt auf. Ich glaube, so sind wir trotzdem noch schneller, als wenn wir laufen, beziehungsweise dort unten über jedes einzelne Hindernis rüberkraxeln müssten. Also haben sie schon ganz gut gemacht, finde ich. Es macht jedenfalls Spaß. Nee, ganz so weit darüber will ich nicht. So ist doch gut. Habe ich jetzt eigentlich die ganze Zeit was Falsches gesagt? Ja, wir waren auf dem Big Ben da drüben, genau. Ich habe gerade nur den Turm gesehen. Und habe mir gedacht, Moment mal, so sah der Big Ben doch noch nie aus, oder? Aber nun ja. Diese Türme hier, die sehen auch recht neu aus. So
quasi komplett aus Metall. Ich glaube, die sind eher so aus der Neuzeit halt, ne? Aus derselben Zeit, aus der die Telegrafenleitung stammen. So, und hatten wir jetzt hier eigentlich irgendwo einen Heuhaufen? Nein. Dann klettern wir nochmal kurz hier für, vor die Uhr. Und, nee, die stimmt definitiv nicht. Ich bilde mir ein, das letzte Mal, als ich hochgekraxelt bin, ich war ja schon mal so weit in der Story, aber das war halt vollkommen mies, die Aufnahme. Also, insofern, da bin ich halt wirklich nur mit 15 Bildern pro Sekunde rumgerannt und das kann ich euch nicht wirklich antun. Deshalb nehme ich das jetzt alles noch einmal auf und... Haben Sie vielen Dank, Miss Fry. Jetzt kann ich endlich mit der Installation der neuen Leitung fortfahren. Wenn ich sonst noch bei irgendwas helfen kann? Mit Sicherheit. Besuchen Sie mich mal. Oh, ich habe mit diesem Gerät rumgespielt. Und die Formel für Sie aufgeschrieben. Es ist noch nicht ganz perfekt. Aber bei Gott, es funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Die Idee gefällt mir gut. Eine Wache per Seil, bla, blub. Ich nehme mir mal die Kutsche, die hier rumsteht. Entschuldigt, meine Damen. Ach, das ist so eine Kutsche. Na dann. Ciao, ciao. Hallo, Kollege. Und glücklicherweise haben wir im Gegensatz zum letzten Mal, als ich das gespielt habe, jetzt schon dieses Upgrade, dass die Blighters uns nicht mehr angreifen, außer wenn wir sie provozieren. Oder wenn wir in ihrem Gebiet sind, was natürlich... So, Attentat. Ach ja? Ich habe gehört, die Regierung will alles... Sieh mal da!